Ja, hallo liebe Dachzeitnomaden. Ein kleines Servicestück. Ich dachte mir, ich mache ein kleines Servicestück zum Thema Maggiolina Airtop. Unseres ist schon ziemlich alt. Wir haben unser Airtop gebraucht gekauft. Wir wissen nicht, wie alt es wirklich war. Und wir haben es jetzt auch schon 5 Jahre und eigentlich super, super viel benutzt. Und jetzt sind so langsam diese Laschen hier, die zeigen Ermüdungserscheinungen. Also hier sieht man, dass die drohen zu brechen. Ja, das habe ich jetzt ungefähr so 3 Wochen vor unserem Urlaub erkannt und habe dann auch in die Dachzeltgruppe reingeschrieben, ob man irgendwo diese Laschen herbekommt und auch Firmen angeschrieben, die die Zelte vertreiben. Es war nicht möglich, innerhalb von 3 Wochen in Deutschland diese Laschen aufzutreiben. Jetzt waren wir aber zufällig sowieso auf dem Weg in die Toskana und sind direkt beim Werk vorbeigefahren und haben die besorgt. Das war an sich ganz einfach. Hier sind sie. Diese Laschen zu besorgen. Also die Leute beim Werk sind eigentlich ziemlich freundlich. Es ist ein bisschen schwierig, weil sie ja, ein bisschen Englisch verstehen, aber doch nicht so richtig. Aber es funktioniert. Die sind super nett. Die helfen auch gerne. Und sie haben uns diese Laschen verkauft. Und wir haben jetzt 2 Stück mitgenommen, die wir wahrscheinlich noch im Urlaub ersetzen müssen. Also die werden definitiv jetzt während der 3 Wochen reißen. Und dann habe ich gedacht, nehme ich 2 Stück mit, die ich dann dran machen kann. Und nochmal 2 extra, die man einfach immer dabei haben kann, falls mal irgendwann eine reißt, dass man die dann auswechseln kann. Damit im Urlaub nichts schief gehen kann, habe ich dann im gleichen Ort in so einem kleinen Kramladen, in so einem kleinen italienischen Kramladen mir noch ein bisschen Werkzeug besorgt. Und das war eigentlich ziemlich cool. Dann habe ich mir hier so eine Kurbelbohrmaschine besorgt, einen Fünferbohrer und noch eine Nähzange. Und was die mir mitgegeben haben, sind diese Nieten für oben. Die kommen da oben rein. Und bei der Gelegenheit habe ich auch gleich noch neue Gasdruckdämpfer mitgenommen, weil die Gasdruckfedern, die alten, die sind schon ziemlich schwach und die drücken das Dachzelt nicht mehr ganz hoch. Und ich habe gedacht, wenn ich was neu mache, dann mache ich es gleich nicht nur neu, sondern besser. Und habe mir eine Stufe stärker besorgt. Habe die gefragt, ob es irgendwas gibt mit mehr Power. Und dann haben sie mir von dem. Das ist das Small-Zelt, haben sie mir von dem Medium-Zelt die Dämpfer verpasst, Dämpfer, die Federn, die haben 400 Newton. Ja, und die werde ich jetzt auswechseln und zeige euch mal, wie das geht. Ja, ihr seht also, die Gasdruckfedern, die sind schon ziemlich in die Jahre gekommen und die sind jetzt langsam müde. Also als wir das Dachzelt gekauft haben, waren die noch relativ gut, haben das gut hochgedrückt, aber mittlerweile sind sie richtig müde geworden und schaffen es gar nicht mehr, das richtig hochzudrücken. Man kann dann von innen raufdrücken und kann sie dann auseinanderdrücken, die Stempel, und kriegt das dann noch hoch, aber so richtig gespannt, so wie es eigentlich aussehen soll, ist es nicht mehr. Und deswegen haben wir uns jetzt neue besorgt und die werden wir jetzt montieren. Und ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch, wie das geht und vor allem, dass man das eben auch unterwegs machen kann. Normalerweise ist ja eine M8er Mutter auf jeden Fall 13er Schlüssel, aber hier ist 14. Man weiß nicht, wie alt das Ding ist, vielleicht war das noch anders. Ich glaube, das zeige ich gleich noch mal im Detail auf der anderen Seite, wie das geht. Dachzelt fängt an zu kollabieren. Ein Dämpfer fehlt. Also, da sind noch solche Distanzhülsen drin. 2 Stück. Jetzt können wir das Rohr abnehmen. Es ist eigentlich nur ein Schutz, damit das Öl hier nicht an die Klamotten kommt. Und was können wir hier lesen? Der alte hatte tatsächlich 350 Newton und der neue hat 400. Also der ist ein bisschen stärker. Sollte natürlich ein bisschen besser stehen dann. Ja, da das ein ziemliches Gefummel ist, das hier gleichzeitig zu filmen und zu zeigen, wie das im Detail reingeht, habe ich es euch nochmal hingelegt. Auf der Seite kommt dieser Bolzen hier. Der hat hier vorne ein Gewinde. Ja, und auf der Rückseite hat er auch ein Gewinde. Da kommen jeweils diese Imbusschrauben rein. Der kommt hier so durch. Und da kommt dann hier die Scheibe drauf, so. Und das sitzt dann nachher hier drin. Das muss man ein bisschen auseinanderbiegen mit der Zange, damit das reingeht. Und dann kommen die 2 Imbusschrauben, hier sieht man den Senkkopf, kommen
oben da rein. Das macht man als erstes. Vielleicht steckt man vorher noch das Rohr drauf, falls man nachher nicht mehr rankommt. So. Und auf der anderen Seite, oben, kommt dieser Bolzen durch. Da kommt eine Distanzhülse drauf. Dann kommt das Teil. Dann kommt noch eine Distanzhülse. Und dann kommt die Mutter drauf. Und das sitzt dann hier oben in der Ecke. Ich habe mir das Fotostativ da reingestellt und das stützt jetzt die Schale ab. Die Schale, die muss entweder jemand hochhalten oder man muss sie irgendwo anbinden oder ich wollte schon irgendeinen Ast vom Baum absägen, um die Schale hochzudrücken. Und dann ist mir zum Glück eingefallen, Mensch, ich habe doch das Fotostativ noch dabei und das konnte ich jetzt als Stütze nehmen. Und ich hoffe jetzt, dass die Vorderseite jetzt ein bisschen leichter geht. Also es fängt an mit der Hutmutter. Die Hutmutter habe ich drauf gemacht, dass einfach die Schraube hier hinten nicht den Stoff kaputt macht. Die ist, glaube ich, nochmal nicht dabei. Und dann hat es hier die selbstsichernde Mutter. Die muss runter zum Kontern, einfach dran halten. Und hier ist eine 14er Mutter. Die schraube ich jetzt ab. Also hier hat es diese Himmelsschrauben hier, auf beiden Seiten, drüben auch. Die kann man am besten damit lösen. Die ist ganz locker, die geht ganz einfach raus. So. Und dann fallen hier gleich mal diese Distanzschräucheln raus. Eins. So. Und noch eins. Die dürfen nicht verloren gehen. Und unten, gucken wir mal, ob es unten zu sehen ist. Unten hier, dann darf man auch diese Hülse nicht verlieren. So. Da ist die Hülse. Und dann ist hier dieser Bolzen. Das ist alles schön ölig. Also vorsichtig. Und das Rohr abziehen. Hier ist der neue Zylinder. Dieses ölige Teil drauf. So. Und dann hier auf der anderen Seite der Bolzen, also diese Abstandshülse. So drauf. Eine drin ist, dann kann man das auf der anderen Seite besser positionieren. Und dann die zweite. Kann man mit der Hand erstmal reinrennen. Gut. So. Erstmal die Schraube und einen Distanzbolzen. Entlasten. Man kann den Gasdruckzylinder da einstecken. So. Die Hand weg, dass ihr was seht. Und da muss der zweite Distanzröhrchen muss da rein. Gut, fertig. Mutter drauf. Kann man oben schon wieder die Schraube durchstecken. Gut, fertig. So, wie ihr seht, steht es jetzt ganz anders da. Man kann am Stoff sehen, wie glatt er jetzt wieder ist, wie gespannt er wieder ist. Es ist also wieder Kraft auf den Schenkeln drauf und das Ding geht jetzt auch wieder anständig hoch und runter. Letztes Mal, ja, zieht das mal runter, geht natürlich ein bisschen schwerer, aber geht. Ja, wenn ich es loslasse, geht es halt super schnell und klasse nach oben. Ich würde sagen, Mission erfolgreich erfüllt. Ja, mein Fazit dazu, ich habe jetzt ungefähr 1,5 Stunden gebraucht, um das zu machen, weil ich es vorher noch nie gemacht habe und
Ich habe natürlich erstmal rumprobieren müssen, wie mache ich es am besten, wie stütze ich die obere Schale ab, dass sie nicht runterkommt. Letztendlich habe ich dann die Lösung mit dem Fotostativ gefunden, was ganz hilfreich ist. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr das macht, macht es definitiv zu Hause. Macht es nicht im Urlaub. Es geht viel leichter, viel entspannter und ihr könnt es locker unter einer Stunde machen. Ihr habt auch mehr Werkzeug da, vielleicht auch jemand, der euch hilft. Es ist auf jeden Fall einfacher. Es ist auf jeden Fall für jeden zu machen, weil wenn ich es machen kann, dann könnt ihr es auch. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und weil wir in Italien sind, sage ich Finito di filmare. Ciao.